Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Hier ist wieder das Lechterhaus. Heute wieder mit dem ganz wunderbaren Hans Neuhaus. Ah, und der noch bezaubernden Bibi Lechtermann. Guten Guten Morgen, Morgen, ihr Bibi. Lieben. Und guten Ja. Morgen, ihr Lieben zu Hause. Uns gibt's immer noch. Ja, wir machen auch noch weiter. Ihr habt uns so viel geschrieben und so viel gemailt, dass wir gesagt haben, wir machen im Moment noch weiter, ja, und Ja. füllen das Lechterhaus mit Gästen. Heute haben wir echt tolle Gäste, sagen wir gleich mal. Und Ja. wir haben heute auch, eigentlich haben wir heute Montag, ja, in dem es Ja. wieder richtig losgeht in Deutschland. Vieles startet heute. Zum Beispiel in den Schulen passiert ja einiges, ne? Und Absolut. ich glaube, was ist eigentlich los in den Niederlanden, Hans? Ich fahre ja gerne in die Niederlande schon seit eigentlich schon fast mein ganzes Leben lang. Und die haben heute einen großen Feiertag. Den können sie nicht so wirklich richtig feiern, wie sie das sonst immer so machen, weil das ist wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Früher hieß er Tag der Königinnentag. Das wird immer am Geburtstag des Herrschers sozusagen gefeiert. Und das war immer bislang ein Riesen-Happening. Alle sind mit orangefarbenen T-Shirts rumgelaufen. Alle haben sich getroffen, haben zusammen getrunken, haben zusammen gefeiert. Ja, heute sieht es ein bisschen anders aus. Aber heute ist ja der erste sozusagen Königtag. Ich will mal gucken, ob ich den. Königstag heißt das. Ja, Ich will genau. mal gucken, ob ich ihn finde. Warte mal. Genau, der Willem Nee, warte, ich Alexander. muss so. Da ist er. Nein, das ist ja falsch. Er ist schon unser Gast. Guck mal, da ist er. So sieht er aus. Wie alt wird er heute? Du weißt sowas. Der hat heute Geburtstag, in der Tat, der wird heute 53. Ja, So, ein dann relativ junger Herrscher, muss man sagen, schicken wir im ganz Verhältnis liebe zu den Grüße anderen ins europäischen Nachbarland. Königs. Ja, ganz herzliche Grüße Genau. in die Niederlande. Und wie heißt das dann hier so? Ich weiß, ich kann leider Niederländisch nicht, aber wir gucken darüber und sagen, macht euch trotzdem einen schönen Tag, oder? Genau, und wir sagen tot ziens. Was Ja. heißt denn tot sinds? Ja, tschüss, auf Wiedersehen und Okay, ja, wir sehen uns bald wieder. Tot ich kann ziens. nur für eine Holde 50-50. Das kann ich noch. Das ist alles. Das ist wie mit dem Luxemburgisch. Wann kläfft? Ja, so. Letzteburgisch Ja, heißt es übrigens, aber ich weiß. Und ja. wir haben auch, Ja. Patrick Kaiser guckt uns immer zu. Herzliche Grüße Ja. nach Luxemburg Und den an dieser begrüße ich Stelle. mal, wie man das in Luxemburg so macht, mit einem herzlichen Moje. Moin, moin, so machen Ja. wir es. Sag mal, wir haben heute schöne Gäste. Vorhin hat schon einer über den Zaun gelugt, hätte ich fast gesagt, hier in meiner Dia-Show. Ja, ich zeig Ja. ihm mal. Pass auf, jetzt hoffentlich kommt jetzt der Richtige. Ja, da ist er. Das ist zum einen Werner Schulze-Erdl und zum anderen, wer sitzt denn daneben? Was ist das für ein schicker junger Mann? Ja. Wer ist Ich glaube, das? der heißt, ich glaube, der Vorname fängt mit H an und hört mit Ans Bist du auf. das wirklich, Hans? Boah, ey, Du, das muss ja lange her sein. Nein. Biggie, das ist lange her. Ich hoffe, wir So. können dem Werner das Foto gleich auch noch Werner zeigen. Schulze-Erdl. Guck mal, ich habe auch ein schönes. Da. Ach nein, das ist da. Ja. So, guck mal, da ist er. Das sind wir zwei. Das ist allerdings ein neueres Bild von uns beiden. Ja, das ist, Wie glaube man ich, erst. deutlich erkennen kann, Ja, ja. das ist, glaube ich, erst im letzten Jahr entstanden. Und ich freue mich, das ist ja ein echter Kultmoderator. Werner Schulze-Erdl. Ich sage nur ruckzuck. Ich sage nur Familienduell. Ja. Und wir werden nachher noch viel von ihm hören. 100 Leute haben wir gefragt. 100 So Leute? Ach fing es so! immer bei Familienduell 100 Leute haben wir an. gefragt. Ja, Ach 100 so. Leute haben wir gefragt. Und dann stellte er seine Fragen. Und das war mir wirklich, also eine wirkliche Kultsendung. Also ich freue mich drauf auf den Werner. Du, ich auch. Und dann ist natürlich Andrea Spatzek aus der Lindenstraße, die es ja nicht mehr gibt. Dafür ist sie ja bei uns im Lechterhaus eingezogen. Aus der Lindenstraße ins Ins Lechterhaus. Lechthaus. Und Fängt sie, auch mit L genau, an. und sie Ist auch hat, gut. läutet heute die Rote Woche ein. Ich bin gespannt, Die dass. rote Ja. Woche, um Gottes Willen. Ja, wir kochen alles, was rot ist. Tomaten, Paprika, ich bin gespannt. Erdbeeren. Ah, da fällt mir ein, ich habe noch Erdbeeren im Kühlschrank. Die müsst ihr nachher auch mal rausholen. Okay, mach das, Und Thomas Biggie. Was hast du Gerres. sonst gestern Thomas gemacht? Gerres dürfen wir nicht vergessen, denn er hat heute Nein, viel nein. für uns und ganz viele Themen. Er hat zum Beispiel heute das Thema, wie sieht ein Geisterspiel aus? Er ist ja der Mann vom Sport und auch der Mann für VIP-News. Und er hat zum Beispiel etwas über das Thema Maskenbildnerin Katie Hummels. Dann Stars rocken im Internet und. Ich bin schon sehr gespannt, was er nachher berichtet. Er ist ja eine feste Rubrik auch im Lechterhaus.
Genau, Bi. Und meine Frage gerade eben ist schon quasi fast untergegangen. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich den Tatort geguckt. Tatsächlich, so war Oh es. ja. Ja. Hat ja ein heikles Thema, ne? Also mit der ganzen Ja, rechten Szene so und so sieht's aus. weiter, Also fragst du mich jetzt, wie er mir gefallen hat? Also heute überschlagen sich alle Zeitungen und Zeitschriften und ich muss sagen, ja. ja, aktuelles Thema, ne? War ganz gut. Also ein Spruch ist mir im Kopf geblieben, ja, und Okay. zwar von der Kommissarin. Wenn du diese Identität nur durch ein Feindbild aufrechterhalten kannst, dann ist diese Identität eine Krankheit, sagte sie zu dem, ja, Mann dieser rechten Bewegung. Ja, also Ja. den Spruch fand ich gut und Ein Satz, der durchaus nachdenklich ja, stimmt, nee, den ja. fand ich auch gut, den Satz, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ansonsten habe ich eigentlich, was habe ich eigentlich gemacht? Ja, also ich habe gestern, weiß ich auch nicht, irgendwie ging der Tag wusch zu Ende. Wir haben gestern noch Sendung gemacht und danach war es Ja, zack, zu schon. Ende, du. Bäng. Ich habe auf Nach jeden der Fall, Sendung ist vor der das sage ich Sendung, dir, ja, ich habe auf jeden genau. Fall Folgendes gemacht. Ach so, ich habe gestern noch mal ein bisschen so reingeguckt, was denn los ist. Tim Melzer, Mensch, der hatte ja in Hamburg, unser aller Fernsehkoch Tim Melzer, ja, zu einem riesen Gastroprotest auf dem Hamburger Rathausmarkt aufgerufen. Ja. Er hat selber ja 200 Mitarbeiter in der Gastro tätig und er sagte, das hilft alles nichts mit den 7%, da muss mehr kommen und wir gehen sonst alle vor die Hunde. Ja, BG, das war ja eine Aktion, die nicht nur in Hamburg stattgefunden hat, sondern eigentlich fast nahezu bundesweit. Alle Gastronomen oder sehr viele Gastronomen haben sich beteiligt und haben einfach leere Stühle auf die großen Plätze vor ihren Restaurants gestellt oder Lokalen. Ja. Ja, also ich sehe das genauso und ich meine, wir alle können das nur unterstützen, indem wir sagen, wir holen aus den Lieblingsrestaurants, die wir alle kennen, doch einfach mal Essen und so weiter. Ja, ich mache das schon, muss ich sagen. Ich bestelle auch was. Ich bin auch dabei. Also ich fördere im Gegensatz zu Ralf Zacherl, der dann ein Bild aus New York gepostet hat. Ich fordere tatsächlich hier die lokalen Anbieter aus Castrop-Rauxel und aus Dorsten natürlich, ja. Heute gehen die Schüler teilweise ja wieder in die Schule, ja in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Und ich Die bin, höheren ja, Klassen, ich bin ja. sehr gespannt, was da alles so ist. Der eine sagt Maske auf, der andere sagt Maske runter. Bei den Schülern, ja, bei uns allen ist auf jeden Fall Maskenpflicht. Guck mal, Andrea Spatzek hat sich gestern noch, war noch gestern ja, sie war an der Okay. Nähmaschine und dann hat sie mir das über den Zaun geworfen. Das ist doch wohl total süß. Das ist meine Freundin, Oh. sag ich dir, oder? Alala. Ja. Das ist ja hier die Karomaske, hör mal, das ist ja so fast schon im Golf-Style, ne? Cool, Also oder? Ja, guck da mal, das kannst ist du, doch wohl ja. cool, oder? Ah. Mega. Andrea hat gestern zugeschlagen und bing, bong, um 18 Uhr klingelte es am Zaun und dann stand sie passend mit diesen Masken vor der Tür. Aber wenn ich da drüben auf meine Baustelle gucke, ich habe ja so eine Baustelle hier, warte mal, ich gucke da mal hin. Ja, Biggis Baustelle. Ja, du, aber irgendwie sehe ich da keinen mit Maske. Muss man auf den Baustellen keine, ist das eine Ausnahmesituation? Okay, ich frage nicht nach, ich bin nicht das Ordnungsamt, also. Spinnt das Apropos, Ordnungsamt ja, so. apropos Baustelle, Biggi. Sag mir, Du sag nicht, wohnst ja, wenn. das können wir auch ruhig verraten, du wohnst ja in Köln. Das ist nicht weit entfernt von dem größten Oh Braunkohletagebau von Europa. ja. Und ich habe gestern Abend beim WDR übrigens ganz, ganz tolle Bilder gesehen, wie das denn in 40 Jahren so aussieht. Also aktuell sieht es so aus, dass es eine riesengroße Fläche Der ist, Wahnsinn, die aus ja, einem genau. riesigen Loch besteht sozusagen. Und man will in 40 Jahren diese ganze Fläche geflutet haben, ja, so dass ein riesiger See entsteht und auf den Hügeln drumherum sollen Wälder entstehen. Einige sind schon dabei zu wachsen und das finde ich ist eine ganz tolle Aussicht. Ich weiß nicht, ob wir das in 40 Jahren noch Boah, erleben in werden, Biggi. 40 Jahren, ja, das weiß ich jetzt aber auch gerade nicht, Ja du. gut, also Johannes Hees, das ist auch 107 geworden Mal, oder ich habe was heute oder Morgen schon 106 wieder so. nach YouTube geturnt, du. Mal, wie heißt dein neuer Fitnesstrainer? YouTube. Wir sind ja auch auf YouTube und da gucke ich auch mal, was die anderen machen. Die machen auch ganz viel tollen Sport. Ich muss dir sagen, boah, ey, das war heute ein Härtetraining. Ich habe das Gefühl, ich bin bei der Bundeswehr eingezogen worden. Mal, ich war morgen schon auf der Terrasse und da ging das rund, du. Ich habe das Gefühl, wenn ich aus der, oh, ja, aber du, das läuft gut. Ich denke, das ist auch die Zukunft. Also wenn wir eines gelernt haben, dann ist das, Ja. wie inzwischen, ich glaube, auch der Letzte weiß jetzt, wie Homeoffice geht oder auch nicht oder welches die Tücken bei Homeoffice sind und wie digital Ja. geht, ne? Das ist ein ganz tolles Stichwort, liebe Biggie.
Wie reagieren eigentlich Unternehmen auf diese Krise? Ja, also junge Start-ups und findige Unternehmer, die sich ja mit den ganzen neuen Sachen beschäftigen. Und da habe ich auch gestern Abend eine interessante Reportage gesehen. Die großen Wirtschaftsexperten erwarten alle, dass große Wirtschaftscomeback stattfindet 2021. Und ja, was im Fokus steht, ist Software und Stay-at-Home-Produkte, berührungslose Geräte an Flughäfen, in Bahnhöfen, beim Einkaufen auch. Das wird alles nächstes Jahr schon wahrscheinlich komplett anders aussehen, weil viele sagen auch, die Distanz zwischen den Leuten muss leider erstmal ein bisschen so bleiben. So, apropos Distanz, ich habe... Ja, ich habe Werner Schulze-Erdl angerufen. Sehen kann ich ihn noch nicht, muss ich sagen. Aber er zieht sich vielleicht noch an. Wir hören ihn. Aber er weiß, dass er seine Kamera anmacht und sowas. Er hört schon. Sehen kann ich ihn noch nicht. Und sobald wir ihn sehen können, sprechen wir ihn auch an. Werner Schulze-Erdl ist heute zu Gast. Jetzt wird's aber was. Und er sieht gut aus. Er hat sich für uns schick gemacht. Guten Morgen, lieber Werner. Guten Morgen. Schick gemacht ist gut. Du weißt ja nicht, was ich unten drunter habe. Aber das ist gefährlich mit den Videokonferenzen, ja, das sagte auch unsere Bundeskanzlerin schon, wenn man, ich habe schon einen Kollegen erwischt, ja, der hatte mir eine Hausführung, der sagte irgendwann, lass uns das mal testen, ja, und irgendwann stand er auf und er hatte deine Unterhose an, das fand ich witzig. Na, bei mir ist nur eine Jogginghose, aber es war so, ich war ja ein bisschen aufgeregt, ich bin ja gar ein Technikfreak, wie du weißt, und ich habe auch noch in dieser Wohnung keine einzige Schraube reingehauen oder Nagel haut mal rein. Ich bin einer, der seiner Frau zum Geburtstag keinen Strauß Blumen, sondern eine schöne Hilti schenkt und so. Die kennst du aus im Bauhaus. Ich gehe in den Gartenbaumarkt. Aber jetzt war das so, da haben wir extra geprobt und dann gucke ich auf die Uhr. 5:00. Ich sitze hier schon seit einer Viertelstunde. Ich dachte, ich habe alles falsch gemacht und so. Aber jetzt klappt's. Sieht man alles hinten im Hintergrund, alles aufgeräumt. Ich sehe deinen goldenen Löwen, den du bekommen hast, bei irgendeiner Löwenverleihung, nehme ich an, bei RTL. Ich sehe den Werner, ich sehe alles da. Ah ja, und die paar Bücher. Das ist eigentlich, die paar ich Bücher, das ja die hast du nicht. Extra alle dahingestellt, damit man... Na klar, ich habe noch Bücher. Nein, ich habe noch ganz viele Bücher. Mit Skype, ich habe eine Skype-Kamera an meinem Homecomputer. Aber das funktioniert nicht so ganz oder in der Probe. Und dann meist jetzt mit dem iPad, da steht auf so ein kleines von unserer Oma, so ein kleines Bänkchen drauf, ein bisschen höher. Wir haben alles geprobt. Aber mega, mega. Ich habe heute geschrieben auf Instagram, Kultmoderator Werner Schulze-Erdl. Und das bist du wirklich. Denn ich meine, wenn wir mal ein bisschen zurückblättern, Ruckzuck-Familienduell, das kennt irgendwie, also ich sag mal, wer nicht gerade 2005 geboren ist, ja, das kennt irgendwie jeder. Ja? Denkst du manchmal wehmütig so an diese Zeiten zurück, wo du so in Action warst und jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel habt ihr produziert? Zum Schluss doch 4 oder 5 am Stück? 5 und bei Ruckzuck waren es, Ruckzuck haben wir ja nur am Wochenende gemacht. Es war in München, deswegen habe ich da immer weiße Socken getragen. Ich hatte nicht mal einen eigenen Garderobe. Und dann habe ich gedacht, immer mal braune, immer gucken, was ich da habe. Habe ich immer weiße Socken getragen. Quatsch. Und der Berater in Garderobe war später Bundesfilmpreisträger. Das war so ein verträumter Regisseur. Also wir hatten kein Geld bei Ruckzuck. 7 Sendungen und dann war einmal eine Weltmeisterschaft. Und da wollten wir das alles sehen, hat der Regisseur gesagt, werde ich ihm nie vergessen, könnt ihn heute noch umbringen. Da müssen wir ein paar mehr machen. 7. Oh. Da habe ich 19 nur an einem Tag. Aber danach ist man noch gaga, oder ich kenne das. Man weiß schon gar nicht mehr, wie die Kandidaten heißen. Die müssen dann irgendwie so einen Zettel dahin kriegen mit Peter oder so, weil man es einfach nicht mehr, man schafft das nicht mehr. Ja, ich hab war immer gut vorbereitet. Ich bin ja ein bekennender Fröhlicher. Das heißt, die Feste nach der Aufzeichnungsstaffel, in 2 Wochen später, Familienduell, waren immer großartig, weil ich wollte dann endlich einen trinken, habe dann nicht mehr wie 3, 4 Kölsch geschafft. Bekennender Fröhlicher heißt aber dann bei der Arbeit gar nichts. Ne? Und da war ich sehr konzentriert, bin morgens gelaufen, war in der Sauna und alles. Und die Leute sagten immer, Mensch, du bist da in Köln, warum hast du denn keine Wohnung? Ich sagte, nicht bescheuert. Wohnung muss ich selber zahlen. Zweitens muss ich da aufräumen. Ich komme mein gemachtes Bett ins Hotel. Klar. Mache morgens wunderbar. Und es war stressig, aber schön. Andererseits war es ja auch gut. Schau, ich habe in 50 Tagen des Jahres habe ich meine 250 Sendungen gemacht. Wahnsinn. Und die restliche hatte ich ja frei.
beziehungsweise dann habe ich meine ein, zwei Firmen aufgebaut, dann habe ich mich um den Nachwuchs gekümmert, dann habe ich mein großes Herz walten lassen für meine vielen Charity-Projekte. Ich hatte ja Zeit, ne? Und bin viel gereist und also das war schon ein geiler Job. Aber apropos Wehmut, nein, jede Zeit hat etwas Richtiges. Mit Traurigkeit höchstens, dass man drittklassig unprofessionell versucht hat, diese Zeitung mal wieder aufleben zu lassen. Ja, das stimmt. Das stimmt das wirklich, ist, ja. Das ist so peinlich für unsere beider Lieblingssender, so peinlich, so etwas gemacht zu haben, weil es war unprofessionell und man lässt, macht doch nichts ohne Publikum, weil Publikum trägt uns. Es sei denn jetzt akut in dieser Corona-Krise, ja, da musst du was ohne Publikum machen, aber das ist ja ein Ausnahmezustand. Aber weißt du, nur um Geld zu sparen, um zu sagen, ich mache jetzt eine Show ohne Publikum, so ist es ja. Es geht immer ums Geld. Ja, das ist natürlich echt. Das hat ich hart getroffen auch, ne? Zu sehen, dass man so ein, ich sag mal, das ist ja wie so ein Erbe, das man hinterlässt. Und zu sehen, Gott, was ja, mein Kind die? Irgendwo, ja, ja. Ja. Eben. Und es lag gar nicht immer an den Ausführenden. Die Menschen ändern sich und so weiter, sondern dass man zu lieblos produziert hatte. Das hat mich geärgert. Es gibt ein Beispiel dafür. Es wurde kurze Zeit später, als keiner wusste, dass es schon längst abgesetzt war, weil es ja 10-mal heimlich wiederholt wurde, hat ja keiner mitgekriegt. Und da waren die Kulissen schon längst verkauft nach Luxemburg und dann riefen die mich an, wir machen morgen einen Kulttag mit Werner. Kannst du einen Tag vorher schon kommen? Wir brauchen deinen Rat. Die haben meinen Rat gesucht. Die haben eine wunderbare Familien Duell heißt das da in Luxemburg, Litzeburgisch. Und unsere Freundin Vivi Konter, die produziert das, die ich auch früher noch aus der alten RTL-Schule kenne. Und das war, die hatten auch nicht viel Zuschauer gehabt, aber die haben das so mit, so einem, mit Herzblut gemacht und die waren so großartig. Und der Moderator hat auf Tricks gehört und so. Da darfst du keinen Moderator spielen, da darfst du nicht mit einem Konzept kommen. Das stimmt. Du musst deine Menschen kennen, mit wem du arbeitest, aber auswendig gelernte Fragen und das ist ja alles, das ist schade. Denn Familienduell, habe ich gerade noch gelesen, wird wieder aufgenommen. Ist Amerika nach wie vor einer der erfolgreichsten Shows, Family Feud, von einer der Größten, den Fabian, den Dicken, komm nicht mehr drauf, der das moderiert. Ja. Sensationell, das ist ein Superstar, der hat so viel Willen, davon kann ich träumen. Aber großer, weil die Show ist nicht kaputt zu kriegen. Ja. Ebenso mein anderes Lieblingsschlänzchen, Ruckzuck. Das kann man heute ganz leicht spielen. Jeder hat so einen Kopfhörer. Klar. Drahtlos, Bluetooth geht. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das noch im Jahr spiele. Auf großen Gala-Veranstaltungen. Ja, doch, das glaube ich, klar. Weil das ist zeitlos. Ja, ja. Ärztekongresse in Leipzig. Ärzte gegen Schwestern, Patienten gegen Chirurgen oder so. Vor 1000 Leuten in der Halle. Ich habe gesagt, das kann man nicht machen. Und die waren so ehrgeizig. Der war mal, später stellte sich raus, hinterher Kandidat bei mir. Kam aus was Fahlen, der Chef von Chefchirurg da in Leipzig. Und die haben das wirklich geprobt. Man kann im Internet runterladen, ein Computerprogramm für die Wand da und so weiter. Und das ist so schön. Ihr wisst gar nicht, ich habe schon spielen lassen. Politiker gegen Bundesliga-Stars und so weiter. Das glaube ich, ja. Das ist heimlich eingeladen. Und dann soll so eine Show nicht funktionieren. Ich nicht mehr mit mir. Ich bin jetzt ein alter Sack. Ich bin Privatier mit abgeschlossener Vermögensbildung und mir geht's gut. Werner, wenn man sich an die Sendung erinnert, dann ist das so. Also ich war ein glühender Fan von dieser Sendung, weil du warst auch immer so schlagfertig, weil wenn die Kandidaten, die kamen ja manchmal mit den wahnsinnigsten Antworten um die Ecke. Mhm. Und ich kann mich aber erinnern, es gab ein paar Momente, da war selbst Werner Schulze Erdel sprachlos. Du hast ja immer deine Sendung, die Fragen hast du immer angefangen mit, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, was man schlagen kann. Und dann sagte eine Kandidatin also sofort Kinder. Ja. Ja? Und da warst selbst du sprachlos. Ja. Ja. Ah, es gab mehrere Situationen, die dich sprachlos gemacht haben. Es war ja auch so schön, wir hatten eine gnadenlos gute Produktionsfirma. Die waren Stars. Deswegen haben die sich wohlgefühlt. Und ich weiß nicht, von wem ich das habe, vielleicht von meiner Mutter. Ich mache gerne Witzchen, aber nicht auf Kosten anderer. Das geht mir genauso. Das geht mir ganz genauso. Das ist aber, glaube ich, das haben wir noch gelernt. Ja, also, dass man sich auf vielleicht, Kosten... Vielleicht, das ist der Respekt eigentlich auch. Und selten sprachlos. Wir haben auch, glaube ich, in der ganzen Zeit nur einmal jemand rausgeschmissen.
Und die Sendung wurde neu angefangen und das kriegt man ja nicht mit. Aber weil ich auch dann damals eine klare Kante gezeigt. Das war die Zeit, wo Frau Schäfer plötzlich mit Michel Friedmann da war und da produzierte. Und plötzlich gab es Morddrohung. Da kriegte ich einen Brief vom Schlag mit einer blutigen Rasierklinge. Boah. Und weil ich mich über das braune Pack ausgelassen hatte. Boah. Und hatte dann ein halbes Jahr, ich Unterhaltungsfuzzi, selbst auf dem Klo im Hotel abgeholt, einen Bodyguard. Nee. Und dann ein netter Türkischer, der ging mit mir essen und alles. Nee. Das war unglaublich. Ich lache heute drüber. Ich war ja nur froh, ihr vielleicht auch, ihr seid ja auch ein bisschen älter, dass das Internet noch nicht gab. Ich glaube, was man da für Prügel bekommt, ja, ob man das aushält, nee, da muss man ein dickes Fell haben. Da musst du echt ein dickes Fell haben, du. Boah. Das habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber ist egal, wir können die Zeit nicht zurücktreten. Ich hatte ja schon ein Outing gehabt. Ein Altersaugen. Ja, stimmt. Mama, das war ein vorletztes Jahr. Das musst du nochmal erklären. Also, das fand ich auch so mega. Also, offiziell hast du deinen 66. Geburtstag gefeiert. Wie war das nochmal? Warst du der 66., oder? Nein, das war natürlich nicht. Weil ich musste vor 42 Jahren, wäre ich nicht mal auf die Schauspielschule gekommen. Ich wollte ja die Welt verändern, war auf einer der besten in Bochum. Und dann auch bei Zadek am Theater, am Staatstheater in München. Ich bin durch Zufall Unterhaltungsfuzzi geworden. Und da habe ich mich jünger gemacht, sonst wäre ich nicht mehr auf die Schule gekommen. Auf dieser Schule, wo ein Jahr unter mir so ein Spießer war, der kam immer mit Krawatten in der Schule. Heute kennt ihr ihn alle, super Typ und Verrückter, Uwe Ochsenknecht zum Beispiel und so. Es war eine geile Schule. Ich habe mich jünger gemacht und irgendwann ging das immer so weiter. Und ich bin ja zwar mit großer Klappe und keine Frau ist sicher von mir, aber ich bin ja schon seit über 42 Jahren mit der gleichen Frau zusammen, Gott sei Dank. Und sie feiert auch am kommenden Samstag mit mir meinen Geburtstag, nämlich dann den 72. schon. Ich bin wirklich schon so ein alter Sack. Und ich habe dann irgendwann gesagt, als ich rund wurde, also richtig rund, also 70 vor 2 Jahren, habe ich ganz viele Leute eingeladen und so weiter, die über den Weg gekommen sind und viele Grußbotschaften und so. Und auf ein Schiff im Münsterland sind wir so durchgetuckert durch die Kanäle, Spargel essen und haben gefeiert und auf dem Rückweg konntest du auch was trinken. Und dann habe ich meine Rede gesagt, ich sage April, April, meine Verwandten wussten das ja, nix April, April, Mai, Mai, danke, ich bin schon 17. Habe dabei wohl geheult wie ein Schlosshund, dass ich schon so alt bin. Die Leute waren auch lieb, mein Freund Wolfgang Bosbach hat noch auch eine Rede gehalten und das war schon, da waren sie erstaunt und in einer Internet ist es immer noch falsch. Irgendeiner, Google ist falsch oder Wikipedia. In einem ist es immer noch falsch. Was los? Du, Wahnsinnsgeschichte. Und alle haben gesagt, huch, was ist jetzt los? Der hat uns doch zu einem ganz anderen Geburtstag eingeladen. Ja, ich habe es auch keinem gesagt, nur dem Freund von RTL, die durften mitreden und die haben dann mehrere Beiträge gemacht und so. Aber den Zeitungen habe ich nichts gesagt, die waren dann beleidigt, aber das ist mir wurscht. Wir sind ja, genauso wie mit Andrea Spatzek, die nachher noch kommt, Eagles-Freunde, Eagles-Charity-Freunde gemeinsam. Schau mal, was ich hier habe. Das hier ist die Einladung noch zum Krimi-Cup. Kannst du es sehen, ne? Ja. Ja. Ja, kann ich sehen. Der hat ja nun auch leider nicht stattgefunden, ne? Moment, Moment. Er sollte stattfinden. Und ich habe mich immer beraten mit meinen Politikerfreunden, die ich auch habe, obwohl ich ja, naja. Und da haben die gesagt, geht nicht. Und dann haben wir es verschoben. Alle Turniere Eagles abgesagt. Wir haben es verschoben jetzt auf die 3. Septemberwoche, weil dann Jan Josef auch kam. Die haben ja alle einen Produktionsstau. Das müssen wir erstmal ganz kurz erklären. Also der Krimi-Cup findet statt von Jan Josef Liefers. Ja, wie der Name schon sagt, Krimi-Cup. Und alle Einnahmen wieder für einen guten Zweck. Und bei ihm ist es ja, glaube ich, diese Kinderdemenz-Stiftung, ne? Ja, also der Jan, ich bin Münsteraner, gebürtiger. Und Jan und ich, wir sind Eagle Charity Golf Club. Das ist eine Vereinigung von vielen Promis und Fußballern und so weiter, die für einen guten Zweck spielen, für mehrere. Und da kam so die Idee, ich lernte ihn da kennen. Du bist Münsteraner, ich spiele da manchmal Golf. Und dann kam die Idee von mir, ey, der Präsident vom Golfclub kenne ich. Lass uns doch einmal im Jahr ein Turnier machen. Du bist Botschafter von Münsteraner. Es gibt ja von ihm den legendären Ausspruch, ich bin ein Münsteraner. Also Jan-Josef Liefers, geklaut in der Idee, aber gut. Und ich bin gebürtiger Münsteraner und dann haben wir jetzt, das 8. Mal wäre es jetzt gewesen, ein Golfturnier. Letztes Mal hatten wir stolze 100.000 Euro zusammen gehabt. Und wir hatten so viele Ideen, so viele Showstars und so. Und jetzt kannst du mit keinem richtig rechnen, wenn wir stattfinden dürfen, weil alle Termine verschoben werden. Ne? Freund Bernd Stelter sagt, vielleicht stehe ich auf der Bühne, aber vielleicht bin ich auch in einem Bundesland, wo das eine Großveranstaltung ist. Wir wissen ja gar nichts im Moment. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und du hast ja in Halle dein
deinen eigenen Golftag für einen guten Zweck? Und naja, das sind beides meine. Hier bin ich der Veranstalter mit Jan. Jan, also ich. Das ist ein rund um die Uhr Job. Und Halle ist geboren schon 5 Jahre früher. Halle in Westfalen, müssen wir sagen. Westfalen, ne? Genau. Mit meinen Jugendfreunden. Den kenne ich 53 Jahre. Einer der wenigen, der auch immer schon wusste, wie alt ich bin. Das weiß er deswegen, weil wir beide mal unseren Ausweis zeigen mussten, als wir 16 waren und in die Disco wollten. Der heißt Udo Lindenberg. Und so lange sind wir zusammen. Und der, ja, wir hatten so eine Idee, der spielt dann Golf und so. Aber er läuft natürlich nachts so. Und da, und dann kam Otto noch dazu, Peter Maffay, trotz eigener Stiftung, der aber auch Pate war. Ja, dann haben wir ein ganzes Dorf gebaut mit ein paar Jugendfreunden aus Halle-Westfalen, ein paar Unternehmern, mit Spenden ein ganzes Dorf gebaut. Wir haben In Ngorika in Tansania. Das ist dort, wir haben dort Leute vor Ort, Holländer, die dort ist für uns, damit das Geld muss immer direkt vor Ort fließen, nicht in irgendwelche Gassen bei Politikern und so. Ja, und da haben wir ein ganzes Dorf gebaut mit eigenen Häusern. Es gibt ein Wernerhaus, ein Peter-Maffay-Haus, ein Udo-Lindenberg-Haus und so. Und da wird man sich drum gekümmert. Leider mussten wir im März auch in Tansania schließen vorübergehen. Was mit den Waisenkindern plus den 200 anderen Schülern? Wir haben ja Verantwortung, ein ganzes Dorf. Ja. Und Gott sei Dank konnten wir... Also das müssen wir nochmal erklären. Das ist dein Verein Good Hope, ja? Good Hope, ja. Und Good Hope in Tansania hat eben, wie gesagt, dieses Dorf gebaut. Und da kommen Waisenkinder hin, die dort unterrichtet werden, die dort auch leben und sowas alles. Und lange, nachhaltig, nicht immer kurz einmal hinfahren, hallo, ich bin ein Promi mit Fernsehkameras. Nein, die werden nachhaltig betreut. Wir müssen den Kopf hinhalten, wir, ein paar Freunde, unser kleiner Verein, damit das auch weiterläuft. Wir kennen die Leute dort, die Kinder nicht im Regen stehen. Nein, aber was passiert denn jetzt da? Weißt du das aktuell? Wir haben Erzieher, die sich darum kümmern. Wir haben die Verwandten angeschrieben. Wir können uns im Augenblick nur um die Waisenkinder kümmern. Die kriegen Geld mit vor Ort. Wir wissen, wo sie sind. Hoffen aber, dass sie bald wieder zurückkommen können. Unsere Leute dort haben auch Kontakt mit dem Staat. Ja, die kriegen Hausaufgaben mit. Und deswegen brauchen wir ja auch immer Internet und sowas. Und wir brauchen keine Almosen. Quatsch, wir machen Wirtschaften kaputt, wenn wir Altkleider sammeln und all so Mist. Wir müssen dem einen Zugang geben zu Bildung. Das Land ist so schön, das ist so fruchtbar. Wir können alles selber machen. Gib ihnen Zugang zur Bildung. Ihr werdet sehen, wie dankbar die sind, wie toll die sind. Ja. Good Hope also, das dürfen wir auch mal sagen, kann man googeln. Und wenn man spenden möchte, da gibt es auch ein Spendenkonto und so weiter. Schön und so weiter. Machst du das. Guck mal, hör mal, hallo. Natürlich, hör mal. Weißt du, ich finde es toll, dass ihr euch alle wir uns ja eigentlich alle für solche Sachen einsetzen und das auch nachhaltig. Das müssen wir auch mal sagen, ne? Das ist ganz wichtig, nicht nur eitel damit umgehen, ich mache das, sondern nachhaltig. Und guck mal, auch Jan, der macht das so großartig. Ich war einer der Letzten, der ihn noch Anfang März noch schnell in Berlin besucht hat. Wunderbares Essen, schön getrunken. Und einen Tag später waren nur noch 3 im Flieger und dann war alles aus. Da war zu Deutschland. Wir telefonieren viel und er kümmert sich so unglaublich um diese, es geht da um, Achtung, Wahnsinn, Kinderdemenz. Also Kinder können eine seltene Krankheit, dass Kinder dement werden. Das heißt, vorher werden sie aber blind und taub und alles, es ist gnadenlos. Und da die keine, dass es nicht ganz so viele sind, keine Lobby haben, mit diesen Medikamenten kann man lieber was anderes machen wahrscheinlich, setzt sich der Jan dafür ein und das ist auch so uneitel und toll, also ist sowieso ein großartiger Typ. Weil wir jetzt immer mehr zusammenarbeiten und zittern, dass unser Turnier stattfindet und du kommst ja auch. Sind meine übrigens, also Jan-Josef Liefers im Tatort, muss ich einfach sagen, klasse. Begeistert mich immer wieder. Ich finde ihn einfach klasse. Ja, er ist auch und er ist auch privat so, völlig uneitel, leidet jetzt auch, weil er so viele Weiber zu Hause hat, also seine und seine eine Pubertierende und die anderen und die gehen heimlich aus, aber er ist so großartig kreativ und also wir sind eigentlich in den letzten Wochen, Monaten ganz nah gekommen, muss man sagen. Wie, apropos ganz nah gekommen, jetzt können wir uns nicht ganz nah kommen, was machst du momentan in dieser Corona-Krise? Eigentlich sollte ich mein Büro aufräumen, deswegen darf ich da auch heute nicht sitzen. Aber ich müsste ja viel Müll, aber die Müllwertstoffhöfe sind alle noch geschlossen oder muss man Schlange stehen. Ich habe viel zu tun. Gott sei Dank wohne ich wirklich traumhaft direkt am Schloss Bad Nymphenburg und ich habe was zu streichen auf den Terrassen. Mir geht's gut.
ich komme zu nichts. Ich habe noch nie mal die Sonntagszeitung, die halbe von der letzten Woche, die Frage noch nicht gelesen. Mir geht's genauso. Und dann, muss ich sagen, bist du ja häufig auf Mallorca. Ich glaube, fast immer ein halbes Jahr oder so. Und da geht ja auch gerade gar nichts, ne? Da bin ich gerade noch weggekommen, da geht gar nichts. Mein Banker dort sagte mir, heute dürfen die Kinder nach 42 Tagen das erste Mal für eine Stunde raus. Die sind völlig wahnsinnig. Du wirst ein Freund von mir, der ging zur Post, 200 Meter weiter, 350 Euro Strafe. Boah. Die Strände, du kannst nicht laufen dort, gar nichts. Also ich bin froh, dass ich dort nicht bin, weil das habe ich auch vor über 20 Jahren. Ich bin einmal verheiratet, ist ein guter Tipp für alle, die uns sehen. Macht man sehr sparsam, kann man sich Neuesten von kaufen. Und da bin ich schon gerne, ja, immer mal ein paar Wochen, also nicht so ein paar Monate schon, wenn es schön ist, wohne auch direkt am Golfplatz. Aber jetzt bin ich froh, dass es hier ist. Und am kommenden Samstag bin ich ein bisschen traurig. Am 2. Mai habe ich ja Geburtstag. Den Tag vorher hat Olaf Thun Geburtstag, ich am 2. Mai. Harry Weinfurt hat auch im Mai irgendwie, und das sind ganz viele, die im Mai Geburtstag haben. Ja, ich feiere hier zu Hause. Mal gucken. Ja, dann werden wir schön an dich denken. Wir werden schön, am 2. Mai, nicht am 1. Mai haben wir auch Sendung, am 2. Mai nicht. Dann werden wir mal virtuell mit dir anstoßen, okay? Gerne. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass du heute für uns Zeit hattest. Schön mit dir zu plaudern, und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn wir Gutes tun können, und zwar auf dem Golfplatz. Ja, das machen wir. Und entschuldige, dass ich so viel geredet habe, aber ich war heute Morgen einsam, bin schon eine Stunde gelaufen. Jetzt bin ich froh, sonst würde ich so früh noch gar nicht reden. Herzlichen Dank, ganz liebe Grüße an deine Frau. Mach's und gut. Bis bald, ja? Ciao, ciao. Was muss ich jetzt machen? Ich tue es nun ausmachen. Tschüss. Du musst ausdrücken, genau. Sonst... Genau, einfach aufs Ausknüpfchen drücken. Tschüss. Tschüss. Und denk daran, ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag. Genau so ist es. In dem Sinne. Ciao. Oh, jetzt aus. Nee. Geht nicht. Guck mal, geht nicht. Da musst du einfach noch in der Sendung bleiben, weil Hans erzählt uns jetzt noch was zu irgendwelchen wichtigen Geburtstagen, glaube ich, oder? Ja, genau. Nicht nur der König Wilhelm Alexander hat heute Geburtstag, sondern auch, die kennt ihr beide, Werner und Biggie, Lea Linster, TV-Köchin aus Luxemburg. Ja, genau. Ja, die wird heute 65 Jahre ganz jung. Ganz liebe Grüße. Mit Lea habe ich den großen Wettbewerb Next Queen of Cuisine gemacht, also ganz herzliche Grüße, großartige Köchin Lea Linster. Und wir mussten immer essen dort, weil wir mussten als Moderatoren immer mit den Gästen essen gehen. Das haben wir natürlich bei Lea Linster schon klar. Aber ich finde das gut, dass du isst. Du kriegst ihn aus. Ich stecke doch jetzt auf den Kopf und stecke auch aus. Aber das Problem ist... Werner übernimmt die Sendung. Kannst du gleich noch weiter mit Andrea Spatzek quasseln. Und wir haben noch Thomas Gerres vom Sport. Und wir hören natürlich nur, dass du das weißt. Alles, was du heute mit deiner Frau besprichst. Also pass auf, ne? Schluss, aus. Wie geht das jetzt? Einfach ausmachen. Einfach ausmachen, Werner. Geht nicht, mein Stecker. So, dann... Ah, da. Hans, wer hat noch Geburtstag? Haben wir noch einen Geburtstag? Ja, wir haben noch einen Geburtstag. Sheena Easton, eine Sängerin, die ist bekannt geworden, unter anderem mit einem großen Song Morning Train. Nine to Five. Genau. Hast du früher bei RTL mal gespielt? Ja. Und sie hat auch mal eine Filmmusik gemacht zu James Bond. Ah. For Your Eyes Only. Oh, das war ein Riesenhit. Ja. Genau. Ja. Und dann hat noch eine Kollegin, eine liebe Kollegin, die übrigens auch aus Münster kommt, da ist wieder die Brücke zu Werner und seinen Kollegen, Pina Atalay von den Tagesthemen, die hat heute Geburtstag und sie wird 42. Pina, alles Gute von hier aus. So, und schon steht da parat unser lieber Kollege Thomas Gerres, der immer auf die Uhr guckt und sagt, pünktlich müsst ihr sein. Guten Morgen, lieber Thomas. Und was gibt's Neues im Sport und was gibt's Neues bei den Promis dieser Welt? Guten Morgen, Biggi. Guten Morgen, Hans. Ja, mit der Pünktlichkeit, ich weiß, da habt ihr es ja nicht so. Aber nein, Spaß beiseite. Wir sind ja in Time. Alles schön heute und im Sport gibt es tatsächlich eine ganze Menge, was sich so am Wochenende getan hat. Man kann es eigentlich gar nicht in eine Sendung packen, aber deswegen vielleicht zu dem, wo die ganze Nation drauf schaut, die ganze Sportnation, die ganze Fußballnation, die Fußball-Bundesliga. Es ist ja seit vielen Wochen immer wieder im Gespräch und mittlerweile auch klar,
es wird Geisterspiele geben. Geisterspiele heißt aber nicht, dass die Spieler jetzt wie ein Geist rumlaufen, sondern es wird kein Zuschauer im Stadion sein. Man hat ja erst überlegt, und da haben sich einige auch Gedanken darüber gemacht, müssen die Spieler vielleicht auch Masken tragen, wie zum Beispiel die Schalker dann in Königsblau. Wird nicht sein, Borussia Dortmund auch nicht in Gelb und Bayern München auch nicht mit roten Masken. Es wird andere Sicherheitsmaßnahmen geben. Also grundsätzlich erstmal das. Ab dem 9. Mai soll es wohl, es wird jetzt nochmal ganz genau und klar gesagt von der DFL, von der Deutschen Fußballliga, ab dem 9. Mai sollen wieder Bundesligaspiele stattfinden. Es sind nämlich noch in der ersten Liga 82 Spiele zu absolvieren und in der zweiten Liga 81 Spiele. Boah, was für eine Masse. Boah, wer das will das alles Menge, abspielen, ja. Du? Ja. Man wird englische Wochen gar nicht vermeiden können. Englische Wochen heißt, dass man auf jeden Fall zweimal spielt, vielleicht sogar Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Also dann hat man drei Spiele auf dem Plan. In anderen Ländern wird es wahrscheinlich auch so praktiziert. Aber die Bundesliga, die prescht natürlich nach vorne. Und gerade die großen Vereine, die jetzt ja ihre Lobby so ein bisschen ausspielen, die großen, die mächtigen, die reich sind. Aber man hofft natürlich auch, dass die ganzen Entscheidungen auf Verständnis stoßen. Bei den Spielern, beim Trainerstab, dass alles in Einklang gebracht wird. Also, kurze Rede, langer Sinn oder umgekehrt. Es gibt einige Punkte, die zu beachten sind bei Geisterspielen. Denn es wird erstmal kein Zuschauer im Stadion sein. Man will ja auch vermeiden, dass Zuschauer vor den Stadien eine Rudelbildung haben. Genau. Weil, klar, die können sich auch anstecken. Dafür werden ganz, ganz viele Ordner gebraucht. Ich sag gleich nochmal was zu Zahlen, Daten, Fakten, denn das ist erstaunlich. Also, bei einem Geisterspiel, das ja ein historisches Experiment ist, werden 322 Personen überhaupt nur zugelassen im Stadion. 322. Und einen Tag vor dem Spiel werden alle Spieler auf Corona, auf Covid-19 getestet. Ja, das immer wieder, das könnt ihr also Wahnsinn. Euch vorstellen. Wahnsinn, das ist ja der Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn, ist das. Boah, was ist denn mit den Ärzten? Es müssen doch auch, sag ich mal, Rettungssanitäter und sowas vor Ort sein. Das gehört ja auch alles dazu, ne? Boah. Ja, vollkommen richtig. Es wird also eine Aufsplittung geben, eben Rettungssanitäter, Ärzte, Trainerstab, Trainerteam, die Spieler selber. Und jetzt haltet euch mal fest, es werden 10 Journalisten zugelassen, ein paar Fotografen. Aber 64 Ordner, um wirklich auch da vor dem Stadion für Ordnung zu sorgen und dass auch mit den Spielern alles normal abläuft, dass die sich nicht in die Quere kommen. Und 71 Fernsehmitarbeiter. Also wir wissen, wenn wir von Fernsehen reden, großer Aufwand in der Regel, außer im Lechterhaus. Wir machen das easy, mal so aus der Hüfte geschossen. 71 Fernsehmitarbeiter, um nämlich wirklich dann auch für Sky insbesondere die Bundesliga-Konferenz dann auch zu übertragen. Und das ist ja auch ein großes Thema. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen was darüber mitbekommen. Ich kann noch das Ganze ein bisschen ausführen, was die Gespräche Sky und ARD betrifft. Ja, also Wahnsinn. Sebastian Hellmann hat schon ein bisschen was erzählt, ja. Der war zweimal zu Gast bei uns. Er hat gesagt, gerne immer wieder komme ich ins Lechterhaus. Mhm. Aber ich meine, ja, wie sieht denn das überhaupt aus, ARD und Sky? Erzähl da mal einen Satz. Kannst du dazu einen Satz sagen? Ja, ein Satz ohne Punkt und Komma. Willi Lemke, der ehemalige Präsident von Werder Bremen, Manager von Werder Bremen, hat sich jetzt nochmal aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, ja, Sky und die ARD sollten miteinander reden. Sky soll die Bundesliga-Konferenz also im Free-TV mit in Kooperation der ARD übertragen. Der Hintergrund ist einfach, man will vermeiden, weil die Sky-Bars und die Kneipen sind ja geschlossen. Keiner kann mehr dahin gehen. Ja, also Rudel gucken. Wer keine Stadionkarte hat, geht dann auch nicht, soll vermieden werden, dass man zu Hause mit 20 Leuten guckt. Nicht? Du hast ein Sky-Abo, Hans, und ich sage, hey Hans, weißt du, ich habe keins, ich komme zu dir. Und so gibt es dann viele, viele Menschen und dann ist man wieder in einer Gruppe zusammen und man kann es oftmals nicht kontrollieren in den Häusern. Soll vermieden werden, Sky ist bereit, mit der ARD zu reden und die ARD hat gesagt, ja, Sky soll jetzt auf uns zukommen. Also ich glaube, im Hintergrund schwelt da schon was, da werden wir morgen, übermorgen, ich meine, spätestens eine Information. Wenn man sich das mal überlegt, was das alles für Konsequenzen hat, das ist schon der Hammer, ja. Vor allen Dingen jetzt, wo du das gerade erzählst, Thomas, ist mir jetzt natürlich auch nochmal so bewusst geworden. Der Wahnsinn. Natürlich könnte, ich habe keinen Sky, muss ich ja zusagen, aber mein Nachbar hat, glaube ich, Sky. Natürlich könnten wir alle sagen, wir gehen nachmittags auf eine super Grillparty, alle zu meinem Nachbarn, ja. Merkt sowieso keiner. Nur, das ist ja genau das Falsche.
Genau, das wäre der falsche Weg. Und die Bundesliga ist natürlich ein Milliardengeschäft, das muss man sagen. Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der Borussia Dortmund ja auch vor vielen, vielen Jahren schon mal aus einer großen finanziellen Krise geführt hat und sich oftmals kommunikativ sehr weit aus dem Fenster lehnt, dafür nicht immer nur Applaus bekommt aus der Journalie oder halt einfach auch von Fans. Aber in Dortmund weiß man als Mitarbeiter auch seine Art zu schätzen, denn da verliert niemand seinen Arbeitsplatz. Alle werden weiter in Lohn und Brot stehen. Und Hans-Joachim Watzke sagte, wir könnten eventuell das Ganze fast ein Jahr durchhalten. Bayern München wahrscheinlich auch. Aber danach ist Ende Gelände. Mit Gelände. Genau. Das heißt also, Schluss aus, die Bundesliga würde es, wenn es keine Geisterspiele gäbe, würde die Bundesliga so in der Form nie wieder stattfinden können. Wahnsinn. Also das ist ja echt der Wahnsinn. Sag mal, und von den Spielerfrauen hast du auch noch was zu berichten, ne? Ja, tatsächlich. Ich habe mit Katie Hummels gesprochen, die Frau von Mats Hummels, vom ehemaligen Nationalspieler und Verteidiger von Borussia Dortmund, der jahrelang auch in Bayern gespielt hat, von Dortmund nach Bayern, dann wieder nach Dortmund. Fühlt sich aber in Dortmund wohl, wohnt in der Nähe auch an einem schönen See. Und Katie Hummels, die ja Influencerin ist, Moderatorin und Model, die hat immer irgendwas. Und ich habe mit Katie mal gesprochen, wie denn meine Maskenbildnerin des Vertrauens mit mir umgehen würde. Oh. Also ich habe meine Maskenbildnerin gesprochen, die hat dann einen Abdruck gemacht, um eine Maske zu machen. Nein, das war ein Scherz zwischendurch. So könnte man es natürlich auch machen. Das war ein Abdruck für einen Bart, für eine Show. Katie Hummels hat nämlich was ganz anderes gemacht. Sie ist selber Maskenbilddesignerin, sagen wir es mal so. Für den Online-Shop Helping Leopard macht sie Masken, hat dafür Masken entworfen. Und sie sagt, das ganze Jahr wird uns dieses Thema noch begleiten. Also warum kein modisches Accessoire daraus machen? Ja, also diese Idee hatte sie und hat sie auch umgesetzt. Da werden wir in den nächsten Tagen mal drauf schauen. Ich werde mir mal von ihr eine geben lassen und dann werde ich die hier zeigen oder vielleicht auch tragen, weil heute ist ja Tag der Maske sozusagen. Andrea Spatzig hat ja auch irgendwie hier, die macht sich ja auch als Schneiderin, ne? Das müssen wir dazu sagen. Das ist auch nochmal ein Zweitjob. Ja. Naja, gut, okay. Also Maskenbildnerin hin und her im Spaßigen gemeint, die lassen sich alle was einfallen. Und vielleicht kann man da auch sagen, was es so in der Musikszene gibt, weil Stadien werden ja oft gefüllt mit großen Konzerten, Rockstars geben sich ein Stelldichein, aber da läuft auch nicht viel. Und eine, die in Deutschland für viel, viel Musikkult gesorgt hat, ist Marianne Rosenberg. Marianne Rosenberg, mittlerweile 65 geworden, auch in diesem Jahr. Er gehört zu mir. Das war schon richtig gut. Und jetzt würde ich sagen, jetzt muss ich euch mal eine Quizfrage stellen, ihr beiden Lieben. Wann ist denn dieses Lied rausgekommen? In welchem Jahr? Darf ich lösen? Ja, mach. Du darfst lösen. Ich bin gespannt, ob es richtig ist, mein liebes Kamerad Kind Hans. 1974. Ja, du hast vollkommen recht. Sie war 74 und 75 war die Marianne Rosenberg damit auch in der ZDF-Hitparade immer bei Dieter Thomas Heck. So sieht sie aus. Also sie macht noch eine gute Figur, muss man einfach sagen. Stimmt. Auch bei Konzerten. Sie ist also ständig unterwegs. 1974, 75 hat sie dieser Titel also wirklich ganz, ganz berühmt gemacht. Und Marianne Rosenberg hat Corona überstanden. Echt? Sie war infiziert, ja. Am 21. März hat sie gemerkt, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Hals, Geschmacksverlust, das sind ja so diese ersten Symptome, Fieber, dann ist sie ja natürlich auch schnell zum Arzt, hat sich testen lassen, tatsächlich positiv. Sie war also entsprechend mit Corona, mit Covid-19 infiziert, hat dann 2 Wochen häusliche Quarantäne auferlegt bekommen. Das Ganze ist soft, also ganz leicht verlaufen. Sie hat sich selber noch eine Woche plus gegeben, also nochmal eine Woche draufgepackt, einfach sicherheitshalber. Und das Schlimme ist, was sie sagt, was sie erlebt hat in dieser Zeit, war einfach, dass man permanent über Corona nachdenkt. Mhm. So schon, wenn man gesund ist und sich doch wohlfühlt und mit anderen zusammen ist oder nicht. Aber selber, wenn man diese Infektion hat, dann denkst du schon daran, was kann passieren. Mit 65, ganz klar, da ist man keine 20 mehr und steckt das einfach so weg. Na, Gott sei Dank geht's ihr besser. Liebe Grüße an Marianne Rosenberg. Ja, das werde ich ausrichten.
Ich habe noch eine Nachricht, Biggie. Wir haben ja beide in den vergangenen Tagen festgestellt, unsere Karten für Celine Dion am 21. Juni, die haben jetzt erstmal gerade keinen Wert. Du hast deine gefunden? Nee. Aber ich habe eine Mail von Eventim bekommen. Das Konzert wird nachgeholt und ihre Karten behalten die Gültigkeit. Ja, du bist eine Moderatorin, Kollegin. Doppelmoderation macht mit dir immer, immer richtig Spaß. Also wenn, Hans, das ist so, weißt du, wenn Biggie und ich Doppelmoderation machen, dann prescht Biggie ganz gerne nach vorne. Ich bin ja der ruhige, zurückhaltende, nicht? Und im eng geschnürten Anzug, da kann ich sowieso nicht so viel sagen, wenn Biggie da im Abendkleid steht auf einer Galabühne. Aber Biggie legt dann manchmal auch vor, so wie jetzt, und sagt, Mensch, von Eventim gab es eine E-Mail. Na klar gab es die, die habe ich hier. Ah, okay. Logisch. Ich lese die mal für alle vor, die vielleicht auch Karten haben. Von Eventim, das ist ja der große Broker, der alle möglichen Konzertkarten, Fußballkarten, Musicalkarten anbietet. Zu ihrem Event gibt es eine wichtige Neuigkeit. Sie haben die folgende Veranstaltung der Order Nummer Tralala erworben. Der Veranstalter hat uns informiert, endlich ist es soweit, dass das Event auf einen noch unbekannten Termin verlegt wird. Bereits gekaufte Karten, und jetzt ist es wichtig, behalten ihre Gültigkeit. Aktuell wird nach einem Ersatztermin gesucht. Dieses wird voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Sobald uns neue Informationen zu Ihrer Veranstaltung vorliegen, werden wir Sie informieren. Aktuelle Terminverlegung, tralalalalala, Ihr Event-Team. Ja, so ist es. So ist es. Da fällt mir meine Baustelle ein. Deine Baustelle. Meine Baustelle heißt Eurowix. Ah, ich habe eine neue Nachricht. Also jetzt heute Morgen. Hast du eine neue Nachricht bekommen? Nee, aber ich habe keine Nachricht bekommen. Heute Morgen wäre aber mein Flug gegangen nach Berlin, ja, um 7.10 Uhr. Ich wäre um 8.05 Uhr in Berlin gelandet und um 9.10 Uhr wäre ich wieder zurückgeflogen nach Köln und würde dann jetzt gerade in Köln landen. So ist das. Also ist doch irre. Und jetzt habe ich die nächste Nachricht von Eurowings. Also nicht etwa, wir erstatten Ihren Flug oder irgendwas, sondern auch meinen Flug nach Mailand. Denn dort heiraten Freunde oder sollten, wollten, keine Ahnung, was auch immer, wie da die Aktien stehen, heiraten. Auch das wurde abgesagt. Stattdessen fliegen sie nun nach Bologna, was ich aber auch noch nicht glaube. Also es ist mit Eurowings eine Krux, das muss man sagen. Ich habe mich da auch nochmal mit beschäftigt, weil mir geht es auch so, Flüge in diesem Jahr alle abgesagt, kurz vorher wird dann annulliert. Und genau. Das hat aber auch keine juristische Bewandtnis. Vielleicht der letzte Tipp, den ich jetzt am Wochenende bekommen habe. Es ist zwar so, dass die Airlines Voucher anbieten. Ja? Aber die und, muss man nicht Eurowings nehmen, ne? Oder? Bietet, genau, Eurowings bietet auch nur die Voucher an. Ryanair macht es zum Beispiel anders. Die bieten auch dann unten in einem Kleingedruckten noch im Internet Refund, kannst du anbieten, anklicken und dann kriegst du Geld zurück. So, ich kann nur jedem raten, macht das direkt für 50 Euro Brief mit eurem Rechtsanwalt. Direkt der Eurowings schreiben, ich möchte für die Flugnummer sowieso mein Geld zurückhaben. Bitte erstatten Sie auf das und das Konto. Und das müssen die tun. Gut, guter Tipp, auch das mache ich gleich. Ich muss gleich zur Post direkt per Einschreiben, wumm. Druff, das meine ich. Also ich meine, man kann das auch nicht mit viel E-Mails erklären. Ich kriege auch viel E-Mails, jeder kriegt viel E-Mails. Jeder in Deutschland kriegt eine Menge E-Mails, weil irgendwo kann man nicht einfach nur abhängen, oder? Ja, sehe ich auch so. Also abhängen muss man nicht. Und wenn es darum geht, du kannst ja so viele Gutscheine dann auch, gerade wenn man im Business fliegt, unterwegs ist oder wir auch beruflich eingesetzt sind irgendwo oder aber auch zur Hochzeit fliegen, kannst du ja alles gar nicht mehr hinterhändeln. Und du weißt nicht, was dann mit Eurowings ist. Also schnell dran an die Buletten. Ach du, man weiß auch gar nicht, was alles mit den Hochzeiten ist. Also man weiß es alles nicht, du. Ja, vielleicht noch ein letzter Tipp, bevor es gleich zu Andrea in die Küche geht. Die hat ja wieder Köstliches vorbereitet, zumindest in Rezeptform. Jeder möchte natürlich zu Konzerten gehen. Wir haben gerade festgestellt, Celine Dion abgesagt, viele andere, die Karten halten die Gültigkeit. Aber andere machen dann auch Rock-Music, zum Beispiel Stars rocken live im Internet. Ab heute Abend geht's auf Magenta TV oder auf der Website von dem Rolling Stone Magazin. Hans, das ist ja was für dich auch, nicht? Rolling Stone Magazin, heute Abend los. Jeden Abend ab 19 Uhr gibt es exklusive Konzerte. Sascha, Max Rabe, internationale Bands. Und da kann man sich ja mal reinklicken, die Musik lautstellen, ein schönes Bier, einen schönen Wein trinken und dann morgen früh wieder Lichter ausschauen. Ich dachte, das sind wir Magenta TV. Siehst du unsere Farbe? Ja, die sind ja endlich auf uns aufmerksam gemacht worden oder aufmerksam worden. Ich denke, dass das Telefon demnächst bei dir klingeln wird und das Lechterhaus. Naja, hoffen wir es mal. Gut, mein Lieber, ganz herzlichen Dank. Ja, wir sehen und sprechen uns morgen. Tolle News von dir, danke. Und behalte meine Baustelle im Blick, Eurowings. Okay. Also tschüss, bis morgen. Danke, Thomas Gerres.
Tschüss, Thomas. Ciao. So, ja, dann werde ich jetzt mal telefonieren. Ich kann, bin heute ja. hier telefoniert. Wir haben übrigens eine Beschwerde bekommen, Biggie. Was? Ja. Von Eurowings? Nein, nicht der Programmdirektor hat angerufen oder sowas. Nein, Marlies hat sich beschwert. Was hat sie? Sie schreibt, grüßt doch mal bitte auch alle unsere Zuschauer, die heute Geburtstag haben. Nicht nur immer die Promis. Ja, das machen gut, wir doch machen an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch an euch alle, die ihr da draußen Geburtstag habt. Hat Marlies denn heute Geburtstag? Das wissen wir natürlich nicht. Aber nein, Marlies, das hat sie nicht geschrieben. Ja. Das könnte ja sein, oder? So. Können wir machen. Boah, Andrea hat neue Blumen im Hintergrund. Oder sind das die Tulpen? Wie halten die so lange? Guten Morgen, liebe Andrea Spatzek. Hallo, guten Morgen. Ja, die habe ich seit vorgestern hier stehen, seit Samstag. Wow, du siehst ja aus wie der Frühling. Ja. Wunderbar, Mensch. Unglaublich. Ja. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt so eine rote Woche an. Und zwar, die grüne Woche haben wir jetzt hinter uns. Das heißt nicht, dass jetzt in den nächsten Gerichten nicht auch irgendwas Grünes vorkommen kann. Aber ich habe gehört, Lycopin kommt in Chilis vor, in roten Paprika, in Tomaten, in Hagebutten, Preiselbeeren, rote Johannisbeeren, Kirschen, Erdbeeren, Granatäpfeln und rote Beete und so. Und jetzt habe ich mir gedacht, überall wo Lycopin drinnen ist, und Lycopin ist ja gehört zu den Carotinoiden. Hast du heute Morgen schon geübt, ne? Habe ich schon geübt. Hast du schon ein bisschen. Und zählt zu den Antioxidantien. Mensch, scheinbar Frau Doktor. Und so fängt so die Sauerstoff, die Radikalen ab. Die und freien so. Radikalen, meine Liebe. Die freien Radikalen. Und ist ja auf jeden Fall gesund. Und deswegen dachte ich, ich fange diese Woche mal, diese rote Woche jetzt einmal an, heute mit Tomatensauce und Reis. Ganz einfach. Ist sogar vegan, habe ich gehört. Ich habe nämlich das einmal einer Freundin, die vegan ist, habe ich vor Jahren schon gesagt, ja, ich esse eigentlich keine Tomaten. Ich mag keine Tomaten. Stimmt. Also rote Tomaten esse ich nicht. Du kannst mir einen Tomatensalat hinstellen, den rühre ich nicht an. Ich mag ihn nicht einmal riechen. Aber das Komische ist, wahrscheinlich habe ich als Kind in eine Tomate reingebissen, geglaubt, es ist Obst und habe mich geärgert, dass es dann doch nicht so süß war. Deswegen, seit der Zeit esse ich keine Tomaten. Aber ich liebe und liebte immer Tomatensauce. Und zwar ganz normal passierte Tomaten. Also du kochst Tomaten, passierst sie durch ein Sieb durch. Das hat meine Mutter immer gemacht, so richtig, so ein großes Sieb. Die Tomaten rein, jede Tomate einzeln durchpassiert. Heutzutage gibt es die natürlich, also in Österreich, die Österreicher sind uns da ein bisschen, also Deutschland ein bisschen voraus, die haben auch tiefgekühlte, passierte Tomaten. Echt? Die habe ich noch nie gesehen. Ich sehe die immer nur in Dosen und in Gläsern. Ja, und in Österreich gibt es die so wie so einen grünen Salat in Päckchen im Tiefkühler, gibt es auch passierte Tomaten. Und das ist natürlich sehr einfach. Du machst eine leichte Einbrenn, gibst dann diese Tomaten, diese passierten Tomaten hinein. Das ist nochmal eine leichte Einbrenn, wir wissen das wieder nicht. Ja, das ist Mehlschwitze, eine leichte Mehlschwitze. Da sind wir wieder bei Mehl. Ich weiß, geht aber... Geht auch Dinkelmehl? geht's auch Biggie, ohne Mehl? Biggie, es gibt viele Leute da draußen, die trotzdem ihr Mehl haben möchten. Es kommt immer darauf an, wie viel man davon nimmt. Also sonst müssten ja alle Bäcker zumachen, weil es wird immer noch Weizenmehl verkauft und verkocht und verbraten und verbacken. Also du musst halt schauen, wie du es ein bisschen dicker bekommst. Ansonsten ist es eine Tomatensuppe und ich meine, kann auch gut sein. Auf jeden Fall, ich gebe dann immer, ich würze es eigentlich nur mit Salz und Zucker. Also Zucker gehört leider Gottes dann auch dazu. Das ist auch nichts für Biggie. Aber meine wird verhältnismäßig süß. Und dann kommt einfach nur gekochter Reis dazu. Und das schmeckt einfach lecker. Hervorragend. Schön. Da kann man richtig Töpfe voll essen. Ja? Man kann auch Vollkornreis nehmen. Ja, also vielleicht finde ich in der kommenden Woche noch irgendein Rezept, wo Biggie sagt, ja, das hört sich gut an. Doch, Vollkornreis ist lecker. Apropos, gell? Ja, hör mal, du bist ja wirklich hier schwer. Ja, ich habe
Ich hab einige gemacht, ja. Ah, du hast ja echt. Nee. Ich habe die sogar innen so mit Futter gemacht. Ja, habe ich auch. Wahnsinn, danke, dass du es mir übers. Guck mal, jetzt, wir können als Twins gehen. Ciao. Kann mein Partnerlook gehen, ja. So, übrigens, du warst in einem Stoffladen unterwegs und hast gesagt, da war es mega voll, ne? Ja, Wahnsinn, die haben sich draußen schon angestellt. Ich musste ungefähr 20 Minuten warten, bis ich überhaupt reingekommen bin. Dann fühlte ich mich natürlich etwas gehetzt, weil ich dann nicht wirklich die Stoffe gefunden habe, die ich nach denen ich Ausschau gehalten habe. Aber ja, so ist es nun mal. Aber ich werde, wenn ich jetzt wieder Ruhe habe, vielleicht dann doch noch einmal reinschauen. Und wenn dann alle ihre Masken haben, wird es vielleicht etwas ruhiger dort und dann kann man wieder ein bisschen mehr stöbern. So, Rote Woche, guck mal, ich habe extra für dich da hinten die Rote Woche aufgefahren, ja, weil du gestern über den Zaun gerufen hast, ich fange meine Rote Woche an. So bin ich zu dir. Ja. Du, dann darf ich dir aber noch... Danke übrigens für den gelben Ball. Warum ist es nicht rot? Weil du nächste Woche die gelbe Woche machst. Dann kannst du dich schon mal drauf vorbereiten. Du, ich habe heute Morgen an dich gedacht übrigens. Bei dir rumort einer in der Küche, wollte ich dir nur sagen. Ich höre, dass da einer die Schubladen zu... Nein? Dann weiß ich nicht. Nicht in meiner Küche. Dann ist bei Hans. Hans, was ist bei dir in der Küche los? Irgendeiner räumt die Spülmaschine raus und rein. Hier laufen schon die großen Vorbereitungen. Ja. Also apropos, ja, ihr habt ja vorher mit Werner geredet. Werner hatte am 2. Mai Geburtstag. Ratet mal, wer am 3. Mai Geburtstag hat. Fängt mit A an und hört mit dem Dreher spatzig auf. Ja, das ist das Lustige, dass ich immer weiß, dass Werner einen Tag vor mir Geburtstag hat. Und rate, wer in diesem Jahr die letzte große Party geschmissen hat zum Geburtstag? Du! Wahnsinn, hör mal. Hast du Glück gehabt, wirklich war. Ja, so viele Gäste und der Wahnsinn war das, ja. Letzte Party des Jahres, hätte ich fast gesagt. Nein, es kommt ja alles wieder. Du, ich freue mich drauf. Ich habe heute Morgen verschärft an dich gedacht, wollte ich dir nur sagen, ja. Und zwar, als ich auf der Matte lag, und zwar bei mir auf der Terrasse. Ich turne ja jetzt immer nach YouTube. Ich kann ja nicht mehr mit dir turnen, ja. Und ich habe dann gedacht, ich wäre im Bundeswehr-Trainingslager, ja, also die nehmen einen da vielleicht hart ran, du, mir tut alles weh heute Morgen, du, boah. Siehste, da freue ich mich für dich. Ich meine, dass du so schön fit wirst und bleibst und so und ja, ich mache das nicht. Ich habe schon Waschbrettbauch. Nein, Spaß, Quatsch. Mein Waschbrettbauch ist versteckt, das ist geschützt. Ja, genau. Ja. Nein, aber wenn wir endlich wieder loslegen, obwohl ich glaube, Sportstudios, das wird echt noch, wir zwei, das muss man erklären machen, ansonsten morgens immer ganz, ganz früh, wir sind echt der frühe Vogel, der frühe Wurm, der frühe Vogel. Wir sind ganz früh unterwegs, ja immer zum Sport, jetzt können wir ja gar nicht, wir könnten laufen oder irgendwas, ne? Es ist die Frage, ob diese Geräte, die im Freien stehen, ob die jetzt bald wieder mal benutzt werden dürfen. Ja, genau, das, im Park, da gibt es ja auch irgendwas. Das wäre ja was. Ja, genau. Ist nicht. Hans schüttelt mit dem Kopf. Nee, so lange turne ich auf meiner Terrasse weiter. Mehr kann ich nicht machen. Ja, ja. Genau, und ich patte und chippe. Jetzt habe ich ja einen schönen Ball. Der fliegt übrigens auch in der Wohnung sehr schön. Ist der gut? Den könnten wir mal ausprobieren hier auf irgendeiner Wiese oder sowas. Ne? Kann man machen. Gut. Ja. Müssen wir nur aufpassen, dass kein Hundi den wegschnappt, du. Meine Liebe, wir haben ein schönes Rezept von dir und ich sage dann guten Hunger heute Mittag. Ja? Tschüss. Morgen gibt es auch was Leckeres. Tschüss. Ciao. Tschüss, Andrea. Ciao. Tschüss. Schon wieder gleich um unsere Zeit. Mit dem gelben Ball war eine gute Überleitung. Gelb ist ja die Post, Biggie. Ja. Und wir haben noch ein bisschen Post hier, die ich sozusagen bearbeiten muss. Mariana aus Duisburg schreibt uns, dachte am Samstag schon, ihr hättet die Sendung eingestellt. Ihr müsst unbedingt weitermachen. Ein Lichtblick am Fernsehhimmel. Oh, danke. Ja. Daniela aus Bad Bergzabern, aus der wunderbaren Weingegend in der Pfalz, schreibt uns, das war ein sehr spannendes Gespräch mit Kai Böcking, war auch eine tolle Reportage, die ich ohne eure Sendung gar nicht erst gesehen habe. Da kannst du mal gucken, Hämmer. Ne? Und dann schreibt uns Kurt. Kurt ist ein Stammzuschauer, er schaut jede Sendung. Respekt, dass ihr das jeden Tag durchzieht. Das ist doch schön, oder? Guck mal, danke, ich habe hier auch noch was.
Da schreibt mir jemand, noch ein bisschen warten mit den Gutscheinen von Eurowings, dann kannst du ja auf dem BER landen. Ja, das wird unter Umständen aber lange dauern. Ja, aber apropos Termine, jetzt fällt es mir ein. Wir hatten doch eine Frage, ne, nach meiner Frisur. Also, am 4. Mai machen ja die Friseure wieder auf. Und rate, was ich direkt gemacht habe, einen Friseurtermin. So, ich bin gespannt, wie das dann geht. Also, das ist ja so, beide, also Friseur und beide Maske. Kundin, beide Maske und beide, normalerweise, also die Arbeitsplätze, 1,5 Meter Abstand. Ja. Mit Plexiglas. So, und dann gibt es kontaktloses Bezahlen. Also wir haben uns ja alle geweigert und gewehrt und alle haben wir gesagt, wir brauchen Bargeld. Nein, das Bargeld. Hör mal, so schafft sich gerade schnell das Bargeld selber ab. So ging das. Zack, boing, nur noch Karten sind gefragt. Du. Ja, und was nicht geht, sind Wimpern färben und übrigens auch nicht rasieren, Bartpflege und sowas. Das darf nämlich nicht gemacht. Aber ich habe ja keinen Bart. Also ich muss noch ein bisschen warten, bis ich zu meinem Barbier gehen kann, um meinen Bart pflegen zu lassen. Aber du darfst jetzt wieder eine gepflegte... einen gepflegten Abspann vorlesen, die Wahrheit. Das war meine Überleitung, wa? Los. Du, das wie aus dem Moderationshandbuch, du. Also wirklich, also wir lernen es halt gelernt. Na dann, Biggie. Dann legen wir los. Nee, aber vorher muss ich dich loben, Biggie. Mich? Ja, es ist ein Lob, der von den Kollegen kommt, von Andrea, von Thomas und allen Gästen, die wir immer hier zuschalten. Wir wollen uns mal bei dir bedanken. Bei mir? Weil du bereitest immer die ganze Technik vor und fährst da diese Sendung. Und ich habe ja immer schon mal gewitzelt, du könntest auch als Bildmischerin beim ZDF anfangen. Ja, und da war, sagen wir auch einfach mal Danke, Biggie, das machst du wirklich ganz großartig. Ihr seid ja lieb, ihr seid ja ganz lieb zu mir. Dankeschön, danke, danke. Ja, weißt du, und du machst das auch so toll. Mittlerweile sind wir ja fast pannenfrei, ja, wenn unsere Gäste dann auch mal den Ausschaltknopf finden und wir nicht irgendwie die Hose von Werner Schulze Erde. Ich habe sie vorhin gesehen, übrigens hier im Vorschau-Monitor. So, was ich schon alles gesehen habe in den letzten Tagen. Wei, das wird eine neue Sendung. Selbst absolute Weltstars, die da passieren solche Pannen. Hier gestern zum Beispiel hat Gary Barlow mit Olli Mörs zusammen ein kleines Online-Konzert gegeben. Die haben 2-3 Liedchen zusammen gesungen. Und auch da gab es am Anfang Pannen, dass der eine nicht zu hören war, der andere nicht zu sehen und so weiter. Dafür machen wir das echt inzwischen hier hardcore-mäßig. Ja. So. Und jetzt kommt der gepflegte Abspann. Hans Neuhaus, bitteschön. Das war das 28. Lechterhaus mit den Gästen Werner Schulze-Erdl, Thomas Gerres und Andrea Spatzek. Und die Gastgeber waren, wie immer, Biggie Lechtermann und Hans Neuhaus. Und an euch zu Hause ein dickes Küsschen. Tschüss.